Ja, hallo Leute. Ich freue mich, euch hier willkommen zu heißen bei einem ganz neuen Let's Play. Final Fantasy VIII, ihr seht's. Ihr habt's euch gewünscht, es stand zum Vote. Ihr habt da mit Abstand, ja, also das mit Abstand nach vorne gewotet. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil das Spiel verdient einfach viel mehr Zeit, als ich jetzt gerade zur Verfügung habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro. Ich halte in der Zeit einfach meine Fresse. Und ja, viel Spaß schon mal. Ja, ein nicht zu übertreffendes Intro. Vielleicht schon, aber das ist meine Meinung. Und ich werde hier häufiger meine Meinung kundgeben, weil für mich ist dieses Spiel einfach nur grandios und der Oberhammer und gehört zu den, ja, ich würde schon sagen, zu den Top-Spielen der PlayStation 1. Ich weiß, es wird nicht jedem von euch gefallen, aber gut. Allen recht machen, das ist immer so eine Sache. Von daher, hasst es oder liebt es, so ein Zwischending, glaube ich, gibt es gar nicht. Bist du okay? Klar. Meine Stirn. Machen wir mal meine Stirn. Ah, meine Stirn. Das ist kein Wunder. Ich versuche die Stimme zu verstellen, aber es klappt nicht. Ich bin heiser ein wenig. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Ja, Squall. Ich habe meine Steuerung falsch rum eingestellt. Das ist schön. Also nach unten ist nach oben und nach links ist nach rechts. Cool. Egal. Ja, ich werde den Namen der Hauptcharaktere nicht ändern. Die werde ich beibehalten. Allerdings werde ich die Namen der GF anpassen. Was GF sind, für diejenigen, die es noch nicht wissen,
Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das sollte in diesem Part noch machbar sein. Ja, ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen, sagt das Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen. Dein Ausbilder ist, Quistis Treep. Ich werde ihr Bescheid sagen. Schritt, Schritt, Schritt. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja. Nee, die Verletzung ist nicht schlimm. Die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Ja, die Narbe in Squalls Gesicht, weltbekannt, möchte ich schon fast sagen. Die Narbe, an der jeder Cypher erkennt. Oder an, ja, doch, ich denke, ach, Cypher sag ich. Ja, Cypher auch, aber ich meinte Squall. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Eine Schönheit mit grünen Schleifen an der Hand, beziehungsweise am Arm. Wer das wohl sein kann, werden wir sicherlich noch früh genug rausfinden. Ja, was ich eben sagen wollte, da unsere heiße Ausbilderin Quist ist. Ich werde die GF nach Abonnenten benennen. Das heißt, die Namen, der Namensspielraum ist natürlich begrenzt. Es gibt auch nicht wirklich viele GF. Also es gibt schon viele GF im Verhältnis zu anderen Spielen. Aber gut. Ich werde halt ein paar so benennen und ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn ihr nicht den Namen tragt. Schreibt einfach, wenn ihr einen Namen haben wollt und dann werde ich gucken, irgendwie wird er dann heißen, keine Ahnung. Hey, ich wusste doch, dass es keinen von euch beiden. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Ja, keinen, einen, fast das gleiche. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Ja. So, und ich muss nach oben drücken, um nach unten zu laufen. Wie gibt das Sinn? Sag mal, Squall, gibt es etwas, was dich bedrückt? Nicht wirklich. Und das findet sie jetzt irgendwie komisch. Was ist so komisch? Komisch? Nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Der Lieblingsschüler. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an? Ja. Und sie freut sich wieder. Ja, die Intention ist klar dahinter, denke ich mal. Ja. Wir gehen weiter. Und ja, von diesen Filmsequenzen, da wird es eine ganze Menge geben. Und ich kann einfach nur ein riesengroßes Lob aussprechen an die Entwickler. Also was sie da geleistet haben für die PlayStation-Grafik, das ist einfach der Hammer, das ist umwerfend. Vielleicht neige ich zu Übertreibung, oder Übertreibung, hallo, das ist ein einfaches Wort nochmal, Sache. Übertreibung, ja. Aber ich lasse mich einfach hin und weg davon reißen, das ist für mich immer noch eins der Nonplusultras in diesem Spiel, diese fantastischen Filmsequenzen. Mir fehlen ein wenig die Worte, um das zu beschreiben, aber naja gut, macht euch selber ein Bild. Guten Morgen! Zunächst zum heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. Ja, was ein Seed ist, beziehungsweise die Seed-Prüfung, das erfahren wir auch noch. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ja, strenge Lehrerin hier. Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Ja, und da guckt er zu uns rüber. Und ist wohl ein wenig aufgebracht darüber, dass wir gepetzt haben. Wir sehen uns dann später. Ja, Cypher, unser Erzrivale. Und Squall, komm bitte her. Ich muss dich etwas fragen. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Wenn sie da nach uns schreit. Wenigstens können wir laufen. Ja, was gibt's über dieses Spiel zu sagen? Es wird sich ewig ziehen. So, da sind wir. Und die hauen einfach ab. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Ich wollte heute früh, nur Cypher kam dazwischen und.
Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulungsrechner oder am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Gut, würde ich sagen, gehen wir da doch mal hin. Wenn sie denn mal ihren sexy Hintern aus der Tür bewegt, damit wir uns wieder bewegen können. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das Spiel wird sich ewig ziehen. Ich werde ewig lange dafür brauchen. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Und wenn ihr daran... Habe ich jetzt das Richtige gedrückt? Nein, natürlich nicht. Ja, hier das Item, ach das, Menü quasi. Da werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part drauf eingehen. Denn dieses gibt uns zum Ausdruck. Sag, du hast voll versaut. Ja, ich wollte eigentlich an den Schulungsrichter. Hallo, kannst du mal da rein? Ah, stopp. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt, richtig? Selbstverständlich. So, dann da und so. Ja, jetzt klappt's. Ich denke mal, das ist eigentlich... Wäre überflüssig, dieses Menü zu erklären, aber es gibt Leute, die kennen tatsächlich kein Final Fantasy. Und da bin ich gerne bereit, es diesen Leuten näher zu bringen. Weil wer das Spiel nicht kennt, der hat eindeutig die Welt verpennt. Ja, Nachschlagewerke. Tutorial, neu. Das schauen wir uns direkt mal an. Sie wurden als Schüler Squall identifiziert. Squall besitzt bisher folgende GF. Bitte warten. Squall hat bisher die folgenden GF registriert. GF, Quetzalcoatl. GF, Shiva. Ja. GF steht für Garden Force, wenn ich mich nicht täusche, also Beschützer. Und hier haben wir die Chance, unseren ersten GF Quetzalcoatl, oder ich weiß nicht, wie man ausspricht, Quetzalcoatl, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls kriegt er einen neuen Namen. Und da ich weiß, von einem sehr guten Freund von mir, dass er sich dieses Let's Play anschauen wird, vielleicht kennt ihr ihn auch, ich bin mir sicher, dass ihr ihn kennt, Dragonios wird dieses drachenähnliche Vieh hier auch seinen Namen tragen. Ja, das passt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Dragonios. Na komm. Dragonios. Ja, schöner Name, nicht wahr, für so einen Fastdrachen. Jedenfalls Dollar-Elementar. Ja, Shiva. Auch für die habe ich schon einen Namen gefunden, weil ich gehe nicht unvorbereitet in so ein Let's Play. Also in der Regel schon, aber in diesem Fall nicht. Ja, eine meiner treuesten Abonnentinnen, die fast, oder die so gut wie jedes Video kommentiert, und bei der ich immer wieder froh bin, die Kommentare zu lesen. Ja, aufmerksam bei Digimon World. Also ich bin aufmerksam auf sie geworden, bei Digimon World. Jamiechen 89, ich nenne sie jetzt Jamie. Ja, das passt sogar hin. Jamiechen. Moment. So, Jamiechen. So, Jamiechen, ja. Ich habe es ihr versprochen. Bestätigen. Die hier erörterten Punkte können auch unter Tutorial nach. Können Sie auch unter Tutorial nachlesen. Wählen Sie dazu Tutorial im Menü. Klingt logisch. Dort bekommen Sie die gleichen Infos, wie Sie hier vorfinden. Ja, was hier noch weiter steht, ja, genau, das ist hier, weiß ich nicht, bitte Menüpunkt auswählen. Ja, können wir noch nicht machen. Machen wir alles noch im nächsten Part. Das ist reines hier Intro jetzt, reines Geplänkel. Wir verlassen den Rechner fürs Erste, würde ich sagen. Garden Square, schwarzes Brett. Was das alles auf sich hat, das werden wir, wie gesagt, alles noch kennenlernen. Und, ja, das reicht, genau. Ich habe das Spiel mal gespielt. Ich habe es nie durchgespielt, muss ich dazu sagen, und nie mit allen GF. Das heißt... Wenn ich irgendwie an eine Stelle komme, wo ich ein GF drawen kann oder irgendwie finden kann, sagt mir bitte früh genug Bescheid. Ich werde gucken, dass ich das immer so dann aufnehme, nachdem der erste Teil hochgeladen wurde. Das heißt, es kann zu Verzögerungen kommen, wenn ich mal einen Tag lang nichts hochlade, weil ich auf Kommentare warte. Aber ich möchte möglichst alles von dem Spiel versuchen zu zeigen. Sprich, alle GF, die Weapons, die Kenner werden wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage Omega und Ultima Weapon. Ja, vielleicht Sidequests. Alles, was halt dazugehört, so, ne, ihr wisst das schon. Ja, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß mit dem Let's Play haben. Ich werde, um vielen vielleicht direkt mal die Illusion zu nehmen, weitaus weniger blöde Kommentare von mir geben, als vielleicht bei anderen Let's Plays. Dafür ist mir das Spiel zu episch und dafür bin ich zu sehr auf dieses Spiel fixiert, zu sehr in dieses Spiel vernarrt. Das hat's nicht verdient. Es wird die eine oder andere Stelle geben, wo ich mich darüber abfacke, aber gut. Das liegt hoffentlich noch in weiter Ferne. Ja, ich hab's gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Let's Play. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben und ich klatsche in die Hände und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!